Das wäre später eigentlich trotzdem nicht. Würde ich trotzdem lieber, wie gesagt, den Energietank gehabt, aber es ist echt fies, da dran zu kommen. Also eine andere Möglichkeit als mit Rush Marie, Rush Jet weiß ich jetzt nicht, und das war jetzt sehr dumm. Das war jetzt verschenkt, okay, ein Leben habe ich aber noch. Jetzt muss ich es hinkriegen. Und danach muss ich in der nächsten Stage sofort mein Leben verschwenden, damit ich wieder zwei Leben habe, weil danach müssen die 8 Robot Master kommen. Und hier ein Stück zu schaffen, das werde ich nicht schaffen. Spätestens bei Ringman werde ich sowieso verkacken. Weil Ringman ist scheiße. Was ich hier echt nochmal machen muss, ist echt fies. So, ab nach oben. Wenn jetzt einer von euch wenigstens irgendwie was Nettes noch hinterlassen würde, dann wäre ich echt froh. Aber nichts dergleichen. Nicht mal ansatzweise irgendwas Nettes. Diese Planeten wollen mir einfach kein Glück gönnen. So, und schnell abwärts. So, und durch hier. Yay. Gut, diesmal schaffen wir es aber. Auf geht's. Dann wollen wir mal schauen, ob wir es jetzt wirklich hinkriegen. Wenn ich jetzt keine dummen Fehler mache, auf jeden Fall. Also sprich in die Starre, dort runter falle. Das ist nämlich das, was passieren könnte. Okay, und das war Nummer 1. Wie treffe ich jetzt Nummer 2? Okay, alles klar. Frage beantwortet. Alles klar. Du ziehst aber sehr viel ab an Energie. Dafür ist das jetzt umso bescheidener, das hier auszuweichen. Ich bin tot, Leute. Also ich sehe schon, das wird jetzt sehr knapp. Ich bin so dumm! Das ist jetzt echt nicht mehr wahr. Gut, damit könnte ich sagen, ich habe das Rennen verloren. Nee, das ist jetzt zu viel Zeitverlust. Scheiße. Nee, das war's endgültig. Verdammt, Mann. Ah, ein Energiebalken und da kommt das wie so scheiße. Greift so scheiße an, dass ich echt nur noch abwarten konnte, dass ich sterben musste. Mann, das ist echt mies. So ein leichter Boss, ich... Nee, da fällt mir echt nichts mehr zu ein, Leute. So. Gut, jetzt sind wir hier gleich durch. Wunderbar. Dieses Scheißvieh kommt jetzt nur noch, aber das kann ich auch in dem Fall ignorieren. Mache ich jetzt auch, ist mir scheißegal. Ah, ihr nervt mich gerade. Jetzt kommt diese Scheißpassage. Ich absolut nicht mag, weil ich echt nicht weiß, wie man da jetzt vernünftig durchkommen soll. Ich glaube, man muss eine Waffe dafür einsetzen. Um das wirklich schaffen zu können. Aber so jetzt, nur im Buster ist das schon etwas beschissen. So, ich habe nur noch halbe Energie. Mit der halben Energie diesen Boss zu kriegen, na, ich bezweifle, dass ich es hinkriege. Egal, ich habe ja genug Versuche jetzt, wenn ich nicht wieder Dummheiten mache. Was ich ja am besten kann. Genau wie sowas. Weil ich nicht warten kann. Egal, jetzt habe ich wenigstens mehr Energie, also verkehrt war es nicht. Auch wenn es ein herber Zeitverlust ist. So, komm schon, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin, mach hin. Ich will hier durch. Ich hätte nur ein Stück weiter rechts gehen müssen. Na los, komm runter, Planet. So, wunderbar. Noch ein Planet. Ich meine, hier gehe ich wirklich langsam voran, weil dadurch, dass das hier sich von selbst bewegt, ist das ja in dem Fall egal, wie weit ich nach vorne gehe. Und dadurch, dass man sowieso hier vorsichtiger sein sollte, wäre das sowieso am besten.
Okay, und abwärts. Schnell, schnell. Runter, 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 runter. Los, los, los. Hopp, 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 hopp. Zack, 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 zack. Ich hab's eilig, ich hab's eilig, ich hab's eilig. Okay, wir sind wieder da. Diesmal muss es aber klappen. Also dann, komm her. So, Treffer 1. Treffer 2, ich hau hier ab. Treffer 3. Diesmal bist du nicht so schnell wie vorhin. Jetzt bist du auch ganz anders. Wenn ich runtergefallen wäre, hätte ich dir das schon irgendwie gezeigt. So, Treffer. Diesmal muss es hinhauen. Das hätte vorhin auch so gut klappen können. Aber nein, ich muss ja so einen dummen Fehler noch am Ende machen, Mann. Bitterer kann es echt nicht mehr sein. So, endlich. Tja, Dr. Kossack, deine Roboter konnten mich nicht aufhalten. Ja, konnten sie doch. Egal, jetzt geht's ran. Ich werde sowas von bei Ringman scheitern. Bei dem werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit jetzt verbraten. Bei diesem scheiß Ringman. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Es gibt zwei Wege, alles klar. Ich kann mir also zwei Wege aussuchen. Ich nehme den einfachsten, ich weiß nicht, welcher das ist, aber... einer, der etwas angenehmer gerade ist. Da unten ist ein Energietank. Schau, und ich komme nicht dran. Weil der Weg natürlich da versperrt ist. Ach, Mann. Solche schönen Sachen müsst ihr dann so schön versperren. So, und schnell drunter durch. Yes. Auf geht's. So, was haben wir hier? Wieder zwei Wege. Ja gut, den zweiten Weg darf ich nicht gehen. So. Okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Ich wusste es irgendwie. Das schrie schon danach, nach diesen Scheißviechern. Das Leben will ich mir holen. Das lasse ich mir nicht entgehen. Ich muss ja alles nehmen, was ich kriegen kann, auf jeden Fall. So, die Kanone ist weg. Oh ja, das ist scheiße. Egal, drunter durch. Sehr gut. So, was haben wir hier wieder? Solche scheiß Dinger. Oh Mann. Ich ignoriere euch einfach. Ich habe keine Zeit, mit euch zu spielen. Na gut, Sackgasse. Da oben wäre Energie. Will ich sowieso nicht drankommen. Eddie ist nicht da. Ach, Mann. Eddie, ich brauche dich. Weißt du das denn nicht? Ich bin auf dich angewiesen und wir sind schon da? Alles klar. Okay, wir sind beim Boss. Hi, Dr. Kossack. Er hat einen Kran, okay? Ich muss jetzt gerade nochmal gucken, wie er nochmal geht. Man kann ihn nur von hier oben angreifen, genau. Und er schießt einfach nur Kugeln. Er ist eigentlich, sehr leicht. Die Umwandlung klingt auch eigentlich. Scheiße, ich habe keinen Energietank, aber dafür noch ein paar Leben. Falls jetzt irgendetwas hier schief laufen sollte. Was ich jetzt in dem Fall eigentlich nicht hoffe. So, komm schon. Ich hab dich bald. Und das war's schon. Protoman! Bitte nicht Megaman! Er ist kein Teufel! Dr. Wily kidnappte mich! Mein Vater sollte dich bekämpfen! Bitte Megaman, er kann doch nichts dafür! Oh, Kalinka! Vater! Megaman, vergib mir! Protoman, du Verräter! Ich dich umbringen, Megaman! Geiles Deutsch, Wily! Okay, er hat sich also doch nur versteckt. Und jetzt sehen wir ihn, wie einfach mal mit seiner Kapsel, wie er davonfliegt, mit seiner Augenbrauen des Bösen. Ja, wer hätte das gedacht? Wily steckt mal wieder hinter allem. Und nun kommen wir zu seinem Schloss. Irgendwas war ja doch in dem Fall faul. Irgendwas muss einem ja komisch vorkommen, dass noch nicht mal die Robot Master kommen. Aber hier sind es nur drei Stages.
Wenigstens etwas Angenehmes. Okay. Dann hoffe ich, dass ich hier auch noch gut durchkomme. Wobei, wie gesagt, bei den Robotmastern wird es kritisch. Spätestens da werde ich mich wahrscheinlich mehr als aufregen. Weil ich Wingman einfach nicht hinkriege. Und danach kommt... Oh Mann, das wird so scheiße. Dieser Schuss ist auch beschissen. Ja, super. Ich kam mit Demetrius gerade nicht mehr klar. Wahnsinn. Sowas schaffe echt nur ich. Mich bei denen so blöd anzustellen. Verdammt, so. Gut, geschafft. Ja. Okay, ab geht's. Wir gehen jetzt weiter abwärts. Ab in die Stachelhölle des Wassers. Ein Leben, vielen Dank. Wow. Okay, das ist fies. Aber ich hab's geschafft. Wenigstens hier durchzukommen. Ich mag nämlich solche Stachelpassagen unter Wasser gar nicht. Vor allem, wenn sie wirklich so mies bemessen sind. Oh, hier kommen doch Verschwindeblöcke, oder? Genau. Okay. Das war jetzt fies. So, jetzt haben wir ihn aber. Geschafft. Yay. Hier werde ich sterben. Was ist er denn? Ja, genau. Da war ich jetzt so ungeduldig. Bin ich doch selber schuld. Wenigstens starte ich hier beim Checkpoint. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? 2. Na gut, dann geht's noch. So, beseitigt. Jetzt muss ich nur diese eine Passage gleich nochmal hinkriegen. Diese böse hier nämlich. Weil da kann man sich wirklich auch gut verschätzen. So, und hoch geht's. Okay, diesmal weiß ich ja, wie das geht. 1, 2, 3, 4 und 5. Yay, wir schaffen das, Leute. So, Block. Nein, ich war nicht schnell genug. Ach, Mann. Okay. So in etwa ist das aber machbar. Ich wollte jetzt aber nicht alle meine Leben für diese eine Stelle da verbraten. Und Rush, will ich jetzt in dem Fall nicht einsetzen. So, komm schon. Wir müssen uns beeilen, Mega Man. Na gut, scheiß auf Mewtwo. Auch wenn die schöne Taucheranzüge hier haben. So. Gut, nochmal. Wir kriegen das noch irgendwie hin. Wow. Das war jetzt auf jeden Fall knapp. Okay, jetzt aber. So, perfekt. Yes, ich hab's hingekriegt. Okay, wo bin ich jetzt? Weißt du, was erwartet mich jetzt hier? Wahrscheinlich noch mehr Hölle. Okay, weiter tauchende Mewtwos und Energietanks. An diesem würde ich diese Stage jetzt oft genug machen, dass ich mehr als genug Energietanks habe, aber wir sind schon da bei Boss. Scheiße. Alles klar. Was hast du diesmal, Dr. Wily? Ein Riesen-Mewtwo. Das willst du jetzt auf Boss nennen? Wo ist denn dein Schwachpunkt? Mewtwo? Okay, alles klar. So, wunderbar. Jetzt kommen wir Mewtwo's. Angriff der Mega Mewtwo's. So, okay, ich habe schon zu viel Energie verloren. Willkommen her. Wunderbar. Nein, ich hätte doch eher drauf schießen sollen. Na komm schon, den kriegen wir aber. Na, spring Mega Man. Verdammt, böser Mewtwo. So einfach mal deine kleinen Untertanen hier auf mich hetzt. 5 Balken. Mist. Ah, ich stand schon wieder hier. Das war irgendwie zu erwarten, oder? Also entweder ich sterbe jetzt gleich bei dieser Verschwindeblock-Passage oder ich werde nochmal bei Mewtwo draufgehen. Oh Mann, dabei ist er echt nicht schwer.
Verdammt, 5 Balken. Dann verschätzt man sich so. Los, komm mal schnell, los, beeil dich. Yay, wunderbar, super, klasse. Und jetzt kommen wir in diese Passage. Und geschafft. Ich hab's doch noch drauf, yay. Wenigstens etwas, was hier klappt. Jetzt nur schnell durch und dann sind wir gleich da beim Boss. Aber Wily ist auch nichts Besseres eingefallen, als ein Mega-Meat-Tool einzubauen hier. Hätte wirklich was viel Besseres bauen können als ein Mega-Meat-Tool. Man hat ja nicht viel drauf, außer springen und deine Mini-Kameraden zu holen. So, dann komm her. Diesmal klappt's nicht, dass du mich hier mit deinem Beben erschütterst. Diesmal kriege ich dich nämlich. Scheiße, okay, das tut weh. Manchmal springt er schneller, manchmal braucht er aber auch Zeit. Ist ein bisschen fies, wenn man das nicht ganz genau abschätzen kann. Aber egal. Okay, das war scheiße. Ich bin tot, Leute. Also wenn ich jetzt nochmal so einen dummen Fehler mache und... Danke, MeToo. Danke für nix. Scheiße. Gut, ihr fallt wenigstens vernünftig. Und wir können ihn noch schaffen. Yes! Puh. Okay. Tief durchatmen.